So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Absolute Enttäuschung, weil ich vorige Folge schon wieder in der falschen Kameraposition drin war. Aber jetzt habe ich dich wieder mit der richtigen Kamera. Gut. Genau, so. Wir waren dabei. Genau, das Ding haben wir installiert. Jetzt kommt das HV-Kabel, das wir unten lang legen werden. Und dann kommt das große Finale. Werden wir es schaffen, auch nur einen einzigen Urankern zu installieren? Das wird spaßig. Wo rein? Hier rein. So, und dann müssen wir nämlich doch erstmal gucken, wie wir die Anlage umbauen, damit wir überhaupt hier HV entgegennehmen können. Ich würde mal sagen, wenn ich hier in die Ecke, wenn wir dann anfangen, unsere Schaltanlage zu bauen, die aus HV den MV macht. Brauchen wir also noch einen Transformator und dann dies, das, Ananas. Erstmal rein in die Schmerzen. Autsch. So. Die Sache ist, wir kommen hier halt nie wieder raus. Aber gut, dafür gibt es ja die Home-Option. So. Und das war's. Wir brauchen also doch wesentlich mehr Kabel. Was? Leck mich doch. Na, verdammt. So. Ja, komm, let's go. Sind eh bloß 30, ich glaube, die reichen nicht mal. Oh, das sieht gut aus. Guck mal, stimmt, wir kommen jetzt so sogar wieder hoch. Lol. So. Damit ist unsere grundlegende HV-Verkabelung schon mal gelegt. Hier brauchen wir jetzt bloß einmal eine Schaltstation und einmal einen Transformator, richtig? Und schauen wir mal kurz. Achso, gucken, ob wir davon schon vielleicht was rumliegen haben. Nö, scheint nicht so zu sein. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich hiervon mindestens zwei. Und dann mal gucken, was wir brauchen. Switching Station. Niederspannungstransformator. Kupferbarren und Gabel. Gut, wir haben alles außer das Ding. Obwohl. Nee, sieht nicht so aus, als wenn wir da eins haben. Außer wir haben es in irgendwelchen anderen Kisten. Ich schätze mal, wir haben alles hier drin. Wenn nicht, dann halt nicht. So, was brauchen wir für einen? Wir brauchen davon zwei. Davon zwei haben wir alles und wir brauchen Schmiedeeisenbarren. Da haben wir so noch ein paar. Hier haben wir auch noch genau zwei. Und hier haben wir einen ganzen Sack voll. Egal. So, einmal alles. Einmal. Achso, halt. Kupferbarren fehlen noch. Kupferbarren. Oh, haben wir gar nicht. Wir haben keine Kupferbarren mehr. Das ist natürlich sehr schlecht. Den nehme ich mal hier von Sack voll. Und schmeiß mal unten. Ah, genau. Die mussten wir ja vorher noch zerschleifen, ne? Dann haben wir immer mehr rausbekommen. Schleifmaschine, haben wir nämlich diesen Staub draus bekommen. Genau. Und bei dem Staub haben wir nämlich den wesentlich mehr, haben wir auch vier Barren von bekommen, ne? Ja, genau. Wieso war das? Oh! Hier läuft doch sogar noch was. Na gut, das wird dann die nächste Aufgabe. Diesen ganzen Scheiß zu zentrifugieren. Das wird halt so ewig dauern. Ne, wo waren das jetzt so? Ach, hier.
Mann, ey. Wir haben gerade mal 1% erreicht. Und was brauchen wir? Egal, gucken wir jetzt mal später, bevor ich jetzt hier komplett durcheinander komme. Erstmal gucken, was wir für die HV-Anlage brauchen. Wo war das da? So, sollte erstmal reichen. Schmeißen wir erstmal Rinder. So, dann haben wir jetzt schon mal alles, was wir brauchen für das Ding. Hä? Warum macht er das nicht? Hab ich irgendwas vergessen? Die beiden haben wir. Ach so, weil die Kabel fehlen, packt er gar nichts rein. Ah, wow, das Ding ist intelligent geworden. Weil früher war es ja so, dass er trotzdem einfach, also dass er das Ding schon mal reingeschmissen hat und die schon mal reingeschmissen hat. Und wenn ich auf alles geklickt habe, sogar alles, was wir hatten. Aber jetzt macht er. Warte mal ganz kurz, das würde mich ja mal interessieren. Wenn ich jetzt sage. Da. So, wenn wir jetzt alles haben und ich sage, alles ins Raster reinschmeißen. Dann müsste er trotzdem merken, dass wir hiervon nur einen einzigen haben und müsste also alles nur einmal reinpacken, richtig? Tatsächlich. Okay, das ist an. Weil früher hätte er trotzdem hiervon einfach alles reingeschmissen, hiervon alles reingeschmissen, also alle beide. Und hier auch alle reingeschmissen. Aber nee, mittlerweile ist das doch wesentlich intelligenter. Also intelligent jetzt nicht, er macht es immer nur. Also er packt halt anders rein, so, nee, egal. Das hier zu erklären ist sinnfrei und damit sinnlos. So, halt. Das war der eine. Jetzt kommt ja, jetzt kommt ja noch das andere Ding. Jetzt kommt noch der. Okay. Wie ist das andere Ding? Stromumwandler. Wow. Ach, Konverter. Halt einfach nur Konverter. Doch. Ja, siehst du, da brauchen wir nämlich schon ein bisschen mehr. Okay. Okay, das wird ein bisschen spannender. Das heißt, wir brauchen. Erstmal brauchen wir Kupferspulen. Für eine brauchen wir schon viermal Kupfer. Boah. So, Kupferspulen haben wir gar keine. Hier bei Rohstoffen dürfen wir auch nichts drin haben, genau. Das heißt, ich muss erstmal Rohkupfer holen. Oder wie werden die produziert? Doch, genau. Kupfer und dann zweimal diese Dinger. So, Kupfer. Weißt du was? Dann gib mir die auch nochmal direkt her. Dann können wir. Ach, weißt du was? Komm. Die schmeiße ich schon direkt rein. Let's go. So. Den Kupfer haben wir, glaube ich, noch eine Menge. Genau, also. Da brauchen wir uns erstmal keine Sorgen machen. So. Plastoröllchen. Wo sind die? Hier haben wir 13. Hat man davon nicht viel mehr gehabt? Ach ja, da war ja mal früher so ein Bug, ne? Dass uns die Dinger verloren gegangen sind. Ich weiß gar nicht mehr, wobei. Ich glaube, wenn man diese Plasterohre gemacht hat und man hier mit alles gearbeitet hat, dann hat er diese Plasterdinger einfach weggeworfen. Irgendwie so war das. Können wir mal ganz kurz probieren. Wir nehmen mal jetzt so, so und machen alles. Pop, dann haben wir 12 Stück. So, und aus denen machen wir jetzt. Pop, wie war das? Schmiedeeisen, okay.
Das heißt, jetzt machen wir hier alles. Sie sagt auch jeweils nur dreimal. Und wenn ich jetzt auf alles klicke, verlieren wir, glaube ich, diese 12 Röllchen. Ach nee, guck mal. Hä? Ah nee, guck mal, doch, hier, jetzt bekommen wir die zurück. Dann haben sie diesen Bug scheinbar behoben. Oder ich hatte es doch falsch in Erinnerung. Aber glaube, war das nämlich früher nicht der Fall, dass man die Röllchen nämlich nicht zurückbekommen hat, wenn man auf alles geklickt hat. Und das war der Grund, weswegen wir damals so viele Röhrchen verloren haben. Oder was doch anders? Ich will das mal kurz probieren. Ich mache es mal den anderen Weg. Wir machen jetzt mal. So. Und klicken jetzt hier mit der mittleren Maustaste drauf. Nee, so bekommen wir auch alle. Ja, okay, nee, dann scheinen sie den Bug wirklich gefixt zu haben. Wir haben mal wieder alle 13. Gut. Weil dann lohnt es sich nämlich tatsächlich mal wieder ein paar neue zu bauen. Weil von denen brauchen wir scheinbar ein paar. Das heißt, wir machen mal hier alles. Und bekommen gleich. Ja, komm, let's go. Wie gesagt, von denen kann man nie genug haben, weil die brauchen wir halt. As fuck. So, wir haben schon mal 6. Wir brauchen aber, glaube ich, noch ein paar mehr. Wir brauchen, glaube ich, noch 2 mehr oder so. Weil wir haben 2 Transformatoren. Jeweils brauchen wir 2 solche Dinger. Ah, ne, brauchen wir nur plus 4. Ah, ne, haben wir schon genug. Ja, easy. Dann passt ja alles. So, das heißt, wir brauchen hiervon noch 4. Ich nehme jetzt mal alle. Davon brauchen wir ein paar. Das oder das brauchen wir, glaube ich, noch. Housing haben wir nur noch eine einzige. Ah, ne, haben wir noch 13? Mal gucken. Haben wir jetzt. Also erstmal das Ding. Eins. Ja. Dann den hier. Ah, ne. Kohlestoffbarren. Alter, was die alles haben wollen. Oh. Oh. Wie werden die Dinger produziert? Schmiedestahlbarre und Kohlestaub. Kohlestaub hatten wir, glaube ich, noch ein bisschen was. Genau. Haben wir nicht vorhin für irgendwas Kohlestaub produziert gehabt? Was war denn das? Ach ja, für diese schwarzen Platten. Für diese, die wir da fürs Core brauchten, diese schwarzen Platten. Keine Ahnung, wie das Zeug heißt. Aber genau, da braucht man welches. Da müssen wir trotzdem davon noch welches haben, oder? Müsste ja noch unten rumliegen. Weil da haben wir gar nicht alles verbraucht. Die Frage ist nur, wo das lag. Ah, nee, doch, wir hatten es genau abgezählt gehabt. Genau. Wir hatten hier genau 12 weggenommen. Und die 12 haben wir auch komplett gebraucht. Das heißt, wir machen jetzt trotzdem einfach mal hier einen angefangenen Stack. Schmeißen den da rein. Und dann haben wir Schmiedeeisenbarren und Kohlestaub. Und den müssen wir jetzt alloyen, ne? Genau. Haben wir ein Alloying? Da. Da haben wir einen Legierungsofen. Okay, das heißt, wir brauchen. Ach, Zentrifuge. Ups. Das ist ein bisschen falsch. Schleifmaschine, bitte. Aha. Das sieht schon besser aus. Ach, schön, so eine technische Anlage hier. Da hat man immer was zu gucken. So, reicht schon. Das heißt, wir müssen jetzt in die Legierungsofen. So und so. Und daraus bekommen wir jetzt. Perfekt. So, wir brauchen 5 Stück, glaube ich, ne? Dankeschön, reicht schon. So, das heißt jetzt. Perfekt. Okay, das Ding haben wir. Wir haben das Ding. Wir brauchen hiervon noch ein. Hiervon brauchten wir 2. Ach, so ein blaues Ding brauchten wir. Weder grün noch gelb, sondern blau. Verdammt. Wir brauchen eine Goldspule. Die sind ja eingebildet. Wollen die echt Gold von mir haben?
Ach nee, Silber haben wir. Gold haben wir nicht. Okay. Dann muss ich mal schnell ein bisschen Gold hier rausnehmen. Da haben wir. Nee, Messing haben wir nur. Gold haben wir noch gar nicht. Dann ab in die Schleifmaschine damit. So. Dankeschön. So. Komm, mach eine. Okay. Und da packen wir die Hälfte mal in den Ofen rein. Die andere Hälfte nehmen wir mal auf. Ne? Kann man immer mal gebrauchen. So, dann brauchen wir diese komischen blauen Dinger. Was waren diese blauen Dinger? Okay, also wir haben zumindest keine blauen Dinger. Was auch immer das für Dinger sind. Goldstaub und Siliziumscheibe. Ach so, das ist diese dotierte Siliziumscheibe. Okay. Seit wann tauchen hier Monster? Ach ja, weil da früher Monster gar nicht aktiv waren. Verdammt, jetzt tauchen hier andauernd Monster auf. Was ist das für ein Bullshit? Ja, komm, schon mal mein Schwert. Das macht ja so keinen Sinn. Danke. Okay, das ist ja richtig behindert. Jetzt hab ich hier andauernd Monster im Keller. Das ist nicht gut. So. Sand. Sand haben wir ja. Also, wenn wir irgendwas haben, dann Sand. Sand müsste auf der Seite gewesen sein. Wir brauchen zweimal Sand. Wie war denn das mit der Shift-Taste, ne? Nee, dann die Q. Ja. Also, in eurem Fall ist es nicht die Q-Taste, sondern bei euch wäre das dann die Shift-Taste. Ich habe bei mir die Taste ein bisschen umbelegt. Also, wichtig ist halt, dass. Wow. Ja, der ist nicht. Haben sie das nicht überarbeitet gehabt, dachte ich? Die haben. Also mit High DPI sieht es noch behinderter aus als davor. Das haben sie nicht gefixt, sondern noch schlimmer gemacht. Auf jeden Fall haben wir hier halt dieses Schleichen. Und das habe ich halt bei mir auf Q umgelegt. Sieht man hier nicht mehr. Hier sieht es aus wie ein O. Ist aber die Q-Taste. So. Auch Alloyen. Okay. Dann. Da und. Oder muss es dieser spezielle Sand sein? Oh, ja, muss der spezielle Sand sein. Verdammt! Hoffentlich haben wir davon welchen. Ich bin mir nicht so. Ah, doch, haben wir. Oh, sogar ganz viel. Geil. So, nehmen wir den mal wieder hier rein. So. Sehr nice. So, und jetzt muss ich das Ding und einmal Kohlestaub. Nicht? Wie denn dann? Ach, Goldstaub. Ah. Aha. So, damit haben wir auch das Ding. So, dann brauchen wir davon einmal. Davon. Aber haben wir doch alles. Verdammt. Das haben wir. Ne, haben wir noch nicht. Den muss ich auch noch herstellen. So, jetzt aber. Yay! Cool! Das heißt, wir können jetzt einmal so, einmal so, einmal so. Und dann kommt nämlich hier die Anlage, also hier die Schaltanlage rauf.
Und den würde ich erstmal einfach hier hinstellen. So, mehr als 10.000 geht, glaube ich, gar nicht. Genau, mehr als 10.000 geht nicht. Reicht aber auch völlig aus, weil ist falsch verkabelt. Ach, der Strom muss oben rein, oder wie? Nee, er ist doch richtig, unten ist doch der Eingang. Ach so, weil ich hier oben erstmal ein MV-Kabel anschließen muss. Damit er weiß, von was in was er konvertieren muss. Wobei es eigentlich schon klar wäre, weil unten ist HV. Also kann er nur von HV in MV umwandeln. Weil in HV zu LV geht, glaube ich, gar nicht. Man kann nur von HV in MV und von MV in LV umwandeln. Oder glaube auch jeweils andersrum. Haben wir noch MV-Kabel? Nee, haben wir nicht. Die haben wir alle verbraten. Okay. Dann bauen wir mal noch schnell ein paar MV. Oh. Okay, wir brauchen definitiv mehr Gummifaser. Die geht uns gerade ein bisschen zur Neige. Das war einfach Rolatex und Kohlestoff. Alter, ich, ja, also Kohlestoff brauchen wir echt ganz viel. Jetzt brauchst du ja für alles. So, Latex haben wir auch keine mehr. Müssen wir also auch erstmal produzieren. Das war dieses. Genau, dafür hatten wir diesen Gummibaum. Und da müssen wir es einfach extrahieren. So, Gummiholz haben wir, glaube ich, sehr viel. Ja, da haben wir massig. Ich nehme mal die beiden Stacks. Und das sieht erstmal gut aus. So, Extraktor. Da haben wir ihn. So, einmal rein mit dir. Ach, müssen wir erstmal schleifen. Okay. Erst in die Schleifmaschine. Oh, okay, bekommen wir immer gleich 4 Stück. Cool. Das heißt, dieser 99er-Stack passt hier auch gerade so rein. Okay. So, und das kommt jetzt da rein. Genau. Und der braucht immer zwei. Nee, vier. Okay. So, Kohlestoff haben wir zum Glück ein bisschen was. Aber wir brauchen halt echt scheiße viel, ne? Wir brauchen für drei Kabel brauchen wir 6 Stück. Okay, wir bekommen auch immer gleich 6. Okay. Also brauchen dafür aber gleich 4. Okay, das ist wirklich schon ganz schön teuer. Ich sag mal aufwendig. Teuer jetzt vielleicht nicht unbedingt, weil dieses Gummibaum kriegen wir ja sehr viel. Kohle haben wir auch massig. Also teuer ist es jetzt nicht wirklich. Aber wir müssen das erstmal alles produzieren. Und das dauert und dauert. Erstmal ein bisschen Multivitamine. Ah, schon halb durch. Der hier unten. Ah, oh, der ist schon fertig. Gut. Dann kann eigentlich hier der erste Schwung schon direkt verarbeitet werden. Achso, mehr als ein Stick passt eh nicht rein. Ha, der war gut. Okay, so wir haben also. Na ja, gut, das reicht für genau für gar nichts. Ja, ne, da müssen wir noch ein bisschen warten. Also von Extraktor macht dann wahrscheinlich so ein HV-Ding doch Sinn, oder wir müssen genauso wie hier mehrere hinbauen. Weil das ist jetzt gerade zumindest unser limitierender Faktor. Siehst du, gab es bei diesen Upgrades nicht auch welche, die die Geschwindigkeit verbessern, oder gab es nur die Akkus? Verbesserung. Gut, hier gibt es schon mal nichts wirklich. Da gucke ich mal nach Upgrade. Nee, auch nichts. Okay. Warum werden eigentlich die Dinger hier angezeigt?
Die sollen auch nur beim Kreativmodus angezeigt werden. Okay. Na gut. So, der erste Stack ist schon mal. Achso, nee, weil da kann er nicht, weil er immer viel braucht. So. Der ist mittlerweile fertig. Sehr gut. So, jetzt haben wir schon mal, zumindest schon mal nur 30. Was müssen wir jetzt mit denen machen? So, und da brauchen wir ganz viel Latex und ein bisschen Kohle. Da wird also die Kohle der nächste Knackpunkt sein. Dann lege ich schon mal direkt ein bisschen Kohle nach, weil da werden wir wahrscheinlich auch eine Menge brauchen. Schleifmaschine. Bam. Schon, und schon wird unsere Anlage richtig gefordert, ne? Oh, gerade mal 700 EU. Okay. Wird gar nicht gefordert. So überhaupt nicht. Achso, gut, weil hier, was? Ach ja, stimmt, ja, genau. Die Schleifmaschine war ja aktiv, die Dinger. Ja. Okay, nehmen wir mal. Da liegt man gerade schon wieder komplett durch. So. Schön nachlegen, damit das Ding auch immer schön ausgelastet ist hier. Wir brauchen ganz viel davon. Der schleift gerade, genau. Der kann nicht mehr weitermachen, weil dem Stuff fehlt. Okay. Kommt gleich welches nach. Dann haben wir ordentlich Gummimasse. Und ich glaube mal, das reicht dann auch erstmal. Die restliche Latex ziehen wir dann einfach so erstmal auf. Für den Fall, dass wir es nur für irgendwas anderes brauchen, ne? Wies man ja nicht. So. Okay. So, jetzt kommt's nämlich. Jetzt brauchen wir das und dann nehme ich erstmal, ich sag mal, so 15. Sollten erstmal reichen. So, jetzt kommst du da ran. Und jetzt, genau, jetzt hat er nämlich von MV nach HV. Nö. Der macht von HV nach MV. Weil sonst müsste nämlich jetzt eine Zahl drin stehen. Weil wenn er nämlich von MV nach HV konvertiert, dann müsste er ja hier rüber Strom ziehen können. Macht er aber nicht. Das heißt, die Beschriftung ist wirklich falsch rum. Okay, gut, das macht den Sinn. So, okay, das heißt, die Anlage ist so schon mal komplett fertig. Sehr geil. Aber mehr brauchen wir hier gar nicht. Das Einzige, was wir in HV brauchen. Alles andere ist dann MV. Ich meine, gut, das kann man hier abnehmen. Und das irgendwie schön anders verlegen. Weil hier kommt ja bereits ein Anschluss rein. Vielleicht können wir das hier irgendwie so oben lang verlegen. Wobei, so viel Platz da oben haben wir gar nicht mehr. Na. Ich lasse es erstmal hier so und dann mal gucken. Passt schon. Okay. Sehr geil. So, ist jetzt hier alles leer? Nö. Kohlestopp haben wir. Das Stuff haben wir. Hier haben wir nichts. Da ist leer. Was ist denn hier los? Warum glimmern die vor sich hin? 0%. Kohlegenerator? Achso, dann können wir Strom. Mit den Dingen können wir Strom erzeugen. Na gut, die brauchen wir jetzt wirklich nicht mehr. Obwohl, nee, doch stimmt, das hatten wir, als wir so viel hier gemacht haben, dass unsere Solaranlage nicht ausgereicht hat und die Dinger schon leer waren. Da hatten wir dann, glaube ich, hier für die beiden Dinger gebaut, dass wir da den Kohlelager nachlegen konnten
und damit noch mal ein bisschen boostern können. Das, wofür ja später das Kraftwerk da ist. Was wir jetzt halt noch nicht betreiben können, weil wir haben jetzt alles, was wir brauchen, außer die Brennstäbe. Und das wird ein echtes Vergnügen. Denn die Dinger sind scheiße teuer. Und ich weiß, wir haben 500 Mein... Siehst du, guck mal, 60 Meingeld haben wir jetzt schon. Also, das Zeug ist super gar nichts wert. Da war damals die Coins zu bekommen viel schwieriger. So, können wir hier erstmal alles reinpacken. Also nicht alles, aber so das meiste. Das zum Beispiel, das zum Beispiel, das, das, das. Das zum Beispiel, das zum Beispiel, das, das, warum nur noch zwei? Ach so, ja, deswegen. So. So, dann. Hier einmal. Verdammt. So. Und so. Verdammt. We need more space. So, Kohle. Ach genau, Staub haben wir hier auch drin. Dann haben wir Sulfatstaub ein bisschen. Bisschen Goldstaub. Gut, Kohlestaub muss ja eigentlich nach unten in die Kiste. Warum haben wir hier Kohle? Raus da. Genau. So. Genau, mache ich hier unten in die Reihe Eisenstaub und Kohlestaub rein. So, so und so und Kohle. Achso, Gold. Habe ich vergessen. Achso, da haben wir hier, füllt jetzt aber gerade ein Stack, ne? Ja, hier ist alles voll. Gut, dann kommst du nach da und du... ah nee, halt, ist ein Barren. Verdammt, wir brauchen mehr Platz. Egal, die Lücken können erstmal bleiben. Du kannst nach da und du nach da. So, das ist ein bisschen gruppiert, aber wenn wir jetzt ja Lücken drin haben, egal. Defragmentieren können wir später. So, jetzt ist unser Inventar erstmal leer, abgesehen, komm, weg damit. Jetzt wird's spaßig. Nee, machen wir nächste Folge. Das heißt, nächste Folge gucken wir dann erstmal, was wir alles brauchen, um Uranstäbe zu produzieren. Ich glaube, da müssen wir noch ganz schön viel zentrifugieren. Das wird ein Spaß. Bis dann.